Willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch Zubehörgeräte, die euer Smart Home Game auf ein neues Level heben. Abonniert gerne den Kanal und viel Spaß! Das hier sind meine Lieblingsgeräte, wenn es um einen Sprachassistenten geht. Ich werde mit Absicht nicht den Namen sagen, damit euer Gerät nicht losgeht. Und wenn ich den Namen mal sage, dann werde ich die Lautstärke natürlich reduzieren. Das heißt auch nicht, dass das die besten der besten Geräte sind, sondern einfach in meinem Budget sozusagen, was ich mir leisten kann, das, was preis-leistungstechnisch meiner Meinung nach am besten ist und am besten für meine Erweiterung für mein Smart Home ist. Ich werde hier irgendwo oben Werbung anzeigen lassen, weil ich natürlich verschiedene Produkte von verschiedenen Anbietern zeige. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Produkt Nummer 1. Dabei handelt es sich um dieses komische viereckige Ding. Das ist ein Amazon Echo Flex. Im Prinzip ist es einfach genau das hier, nur in klein. Ihr habt hier wirklich einen vollständigen Sprachassistenten drin. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, gut, wozu brauche ich das dann, wenn ich schon einen Echo habe? Der Sinn von dem hier ist einfach, dass ihr das in jeden Raum mitnehmen könnt. Ich habe das zum Beispiel in der Küche drin, da ich da kein Alexa-Gerät brauche. Also habe ich einfach den Echo Flex drin, um zum Beispiel Timer stellen zu können und einfach mit meinem Smart Home kommunizieren zu können. Mein Echo Dot würde mich nämlich nicht hören, wenn ich jetzt normal reden würde, außer ich würde durch die Wohnung schreien. Und das möchte ich ja nicht. Beträgt die Temperatur aktuell 16 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Also kann ich mit meinem Smart Home kommunizieren, ohne ans Handy zu gehen und ohne durch die Wohnung zu schreien. Dafür ist halt dieses Gerät da. Ihr könnt es zum Beispiel im Badezimmer benutzen, in der Küche, im Flur. Es hat auch ganz normal zwei Knöpfe, den Mute-Knopf und den Aktionsknopf. Ihr habt auch Lautsprecher und Mikrofon natürlich. Eigentlich alles wie beim Echo, nur in günstiger und billiger natürlich. Denn das ist nicht dafür vorgesehen, dass ihr jetzt damit Musik hören könnt. Beziehungsweise ihr könnt es machen, aber ich würde es euch auf keinen Fall empfehlen. Aber für diese kleinen Sachen wie Timer stellen, Uhrzeit abfragen, vielleicht mal einen Termin hier und da oder etwas auf die Einkaufsliste zu setzen, auf jeden Fall eine richtig coole Erweiterung meiner Meinung nach. Der Amazon Echo Flex. Produkt Nummer 2 ist diese Uhr hier. Das ist die Wall Clock von Amazon, eine Wanduhr. Das Besondere an dieser Wanduhr ist eigentlich diese LED-Verbauung. Ihr habt hier ganz viele LEDs drin, die euch den Timer anzeigen können. Ihr könnt bis zu 3 Timer setzen. Ich benutze die Uhr beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Timer für die Pizza im Ofen setze oder für was anderes, dann kann ich halt einfach sehen, wie der Timer langsam abläuft. Denn bei mir ist es immer so, dass ich mein Alexa-Gerät immer frage, wie viel Zeit er noch auf dem Timer ist oder wie spät es ist. Eine Minute ab jetzt. Ich finde es gut, wenn man bei diesen ganzen Sachen, die mit Uhren zu tun haben, eine visuelle Repräsentation hat. Und dafür finde ich diese Uhr ganz cool. Zudem finde ich, sieht sie minimalistisch und schick aus. Man hört sie auch nicht. Einfach nur, damit ich die Timer ablesen kann und die Uhrzeit. Diese Uhr hat auch keinen eigenen Sprachassistenten verbaut. Es ist wirklich lediglich eine Erweiterung zu eurem Alexa-Gerät. Und dabei könnt ihr egal welches Gerät von jeder Generation nutzen. Erweiterung Nummer 3 ist meiner Meinung nach ein Must-Have für Smart Home, beziehungsweise wenn man einen Sprachassistenten hat. Und zwar handelt es sich um smarte Glühbirnen. Meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen, wenn es um Smart Home geht, denn die smarten Lichter sorgen halt dafür, dass ihr gefühlt nie wieder zum Lichtschalter müsst. Licht auf blau. Und ihr könnt richtig coole Szenen erstellen und Atmosphären schaffen, wenn ihr zum Beispiel Filme guckt oder abends einfach eine Runde chillen wollt. Zudem werdet ihr nie wieder ein Licht zu Hause anvergessen, denn wenn ich zum Beispiel sage, Alexa, ich gehe raus, dann wird sie alle meine Lichter ausschalten und ich werde auf keinen Fall irgendwas vergessen. Aber diese Philips Hue Glühbirnen finde ich schon ein bisschen teuer. Ich habe mal ein Video zu einer günstigeren Alternative gemacht. Dort habe ich smarte Glühbirnen mit integrierter Hub für 12 Euro getestet und die fand ich eigentlich ganz nice. Wenn ich diese hier nicht hätte, hätte ich die wahrscheinlich jetzt geholt. Link ist in der Beschreibung, könnt ihr mal abchecken. Und wenn wir schon bei smarter Beleuchtung sind, ist das nächste Gadget diese Lichterkette. Jetzt ist halt noch ein bisschen hell draußen und man sieht das nicht so gut, aber diese Lichterkette, die gerade blau leuchtet hinter meinem Schreibtisch, kostet einfach 17 Euro. Und dazu ist sie auch noch smart. Und die Lichterkette hinter meinem Fernseher, die kostet 60 Euro, die ist von Philips Hue. Die leuchtet halt ein bisschen stärker, aber ich meine 60 gegen 17 Euro, ja, da finde ich einfach preis-leistungstechnisch ist diese Lichterkette von all diesen Produkten das, was am allergünstigsten ist und ihr meiner Meinung nach am meisten habt. Denn an Orte wie zum Beispiel hinterm Schreibtisch oder in der Küchenleiste oder hinterm Bett verbaut oder hinterm Sofa braucht ihr einfach nicht unglaublich starkes Licht und da sieht das schon richtig cool aus. Aber selbst hinterm Fernseher würde ich diese Lichterkette verbauen. Ich meine, für 17 Euro funktioniert die wirklich super gut und ihr könnt eigentlich alle Farben einstellen. Die App ist auch mega leicht gemacht. Und mit Alexa-Routinen könnt ihr halt auch dafür sorgen, dass alle Lichter, die ihr habt, also diese Marke mit dieser Marke und allen anderen Marken zusammenarbeiten und euer Licht steuern. Also ihr müsst jetzt nicht separate Apps nutzen, sondern könnt es mit einem Sprachbefehl alles steuern. Gadget Nummer 3 ist dieser Akku hier für den Echo Show 5.
Das ist ein Akku, womit ihr den Echo Show mittransportieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo essen geht, in einen anderen Raum oder in die Küche kurz müsst oder kurz auf den Balkon oder in den Garten, dann könnt ihr euren Echo Show hiermit mittransportieren. Der Akku hält dann bis zu 11 Stunden. Ihr könnt dann sozusagen dieses Kabel hier abmachen und in den Echo Show reinmachen. Ich persönlich nutze das einfach designtechnisch. Ich lasse meinen Echo Show immer hier drauf, denn ich finde es ganz cool, dass man das hier so kippen kann. Und ich finde, das sieht einfach nice aus. Wenn ich es dann mal brauche, kann ich es einfach mitnehmen. Und ja, ich brauche halt kein Kabel dafür. Sieht meiner Meinung nach echt schick aus. Und ihr könnt hier halt die Akkulaufzeit sehen. Auf jeden Fall eine ganz nette Erweiterung, wenn ihr mal den Echo Show durch die Wohnung transportieren wollt und nicht jedes Mal das Kabel mitnehmen wollt. Der nächste Platz geht auf jeden Fall an ein Gerät, was sehr, sehr wichtig ist für mein Smart Home, und zwar an der smarten Steckdose von D-Link. Ich habe auch schon schlechte Erfahrungen mit smarten Steckdosen gemacht von Amazon, wo stand, dass sie mit Alexa funktionieren, und dann ging es doch nicht. Diese hier geht aber und kostet, glaube ich, 18 Euro bei Saturn. Damit könnt ihr halt einfach Produkte in eurem Zuhause, die nicht smart sind, smart machen. Und ich habe damit zum Beispiel mein Smart TV smart gemacht, auch wenn er Smart TV heißt, aber ich kann ihn halt einfach nicht per Stimme steuern. Damit kann ich dafür sorgen, dass, wenn ich sage, Alexa, ich gehe raus, dass meine ganzen Lichter ausgehen und dass auch der Fernseher ausgeht. Denn vorher musste ich das halt immer manuell machen. Und ich finde, bei Smart Home gehört es halt dazu, dass, wenn dann alles mit drin ist, weil es hilft mir halt nicht, wenn nur ein Teil des Hauses smart ist und der Rest nicht. Ihr könnt euch natürlich austoben und alle Geräte damit smart machen. Selbst normale Glühbirnen können dann an- und ausgeschaltet werden oder zum Beispiel die Kaffeemaschine. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Produkt für mich und definitiv sein Geld wert. Als nächstes haben wir die Wandhalterung für den Echo Dot der vierten Generation. Und die finde ich schon richtig, richtig cool. Denn, wie gesagt, finde ich das mit dem ganzen Kabelsalat sehr, sehr anstrengend. Und der Vorteil hier ist, dass ihr das einfach so reinmachen könnt. Den Stecker vom Alexa-Gerät packt ihr dann durch diese Öffnung. Und das Coole ist halt, ihr könnt das so an die Wand montieren und habt einen freien Spot für euren Amazon Alexa. Dadurch, dass die Position halt auch so ist, wie sie ist, hat sie sozusagen einen Rundumblick durchs ganze, ja, durch den ganzen Raum. Und die Soundqualität ist so auch natürlich am besten. Und sie versteht euch immer. Zudem spart ihr euch ein bisschen Kabel, denn das Kabel könnt ihr hier rumbinden. Und da habt ihr halt ein Kabel weniger. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wo ihr euren Amazon Alexa platzieren wollt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Lieblingsgerät und zu dem Gerät, was mir am allermeisten Arbeit abnimmt, und zwar dem Alphawise V10 Max. Das ist ein Staubsaugerroboter mit Lasernavigation. Der kostet 230 Euro, was ein bisschen viel klingt am Anfang, aber für das, was er kann, eigentlich sehr günstig ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Denn mit der Lasernavigation könnt ihr dafür sorgen, dass, ja, eure Wohnung in bestimmte Räume unterteilt wird, und so könnt ihr dem sagen, alles klar, geh mal ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, und der Staubsauger weiß auch, wo das ist. Und zudem könnt ihr den auch per Stimme steuern, per App steuern, und das ist halt schon ziemlich nice. Wenn ich sage, Alexa, ich gehe aus dem Haus, dann gehen meine Lichter aus, mein Fernseher geht aus, und der Staubsauger geht an. Und wenn ihr wieder da seid, ist die Wohnung relativ sauber. Ich meine, klar, nicht so gut wie mit dem normalen Staubsauger, wenn ihr das selber macht, aber schon ziemlich sauber. Außerdem habt ihr eine Wischfunktion und ihr könnt auch den Wasserregler regulieren. Das heißt, ihr habt drei verschiedene Stufen, wie viel Wasser ihr benutzen möchtet beim Wassertank. Und das haben wirklich eigentlich nur Roboter, die schon ein bisschen mehr kosten. Und gerade wenn ihr Haustiere habt, ist das eine sehr, sehr große Erleichterung. Und durch die Erstellung von Routinen könnt ihr da einfach alle eure Smart Home Geräte in, ja, in einen Topf werfen und alles auf einmal benutzen. Ja, das sind meine Zubehörgeräte. Das sind die Geräte, die ich am allerhäufigsten nutze. Ich bin mal gespannt, was ihr am häufigsten nutzt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Vorschläge für irgendwelche anderen coolen Geräte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet neue Ideen bekommen. Bis dahin würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.